Wir Grüne starten mit unserer Winterklausur in Günzburg hochmotiviert in dieses Jahr 2012. Das ist das Jahr der politischen Weichenstellung. Hier geht es darum, wie können wir einen Startvorteil für 2013, für die Landtagswahl 2013 hinkriegen. Und es geht darum, dass wir unserem Ziel, einen Politikwechsel, einen Regierungswechsel in Bayern hinzukriegen, tatsächlich in die Tat umsetzen. Es ist so möglich wie noch nie. Der Wechsel ist zum Greifen nahe. Schwarz-Gelb hat abgewirtschaftet. Wir Grüne stehen gut da, haben eine tolle Ausgangsbasis. Und zusammen mit Sozialdemokraten und Freien Wählern kann es gelingen, dass wir die CSU zum ersten Mal seit über 5 Jahrzehnten wirklich auf die Oppositionsbänke schicken. Und es kann gelingen, dass wir einen Aufbruch, eine wirkliche Erneuerung in Bayern hinkriegen, eine demokratische Erneuerung, aber auch eine ökologische Erneuerung. Und unsere Aufgabe als Grüne ist es, in diesem Bündnis der Erneuerung, der Modernisierung eine Richtung vorzugeben. Und da haben wir gute Konzepte und da arbeiten wir auch dran, auf dieser Klausur die nochmal zu schärfen, fachlich zu schärfen, aber auch strategisch die Umsetzungsstrategien zu diskutieren. Und deswegen treffen wir uns mit Regierungsvertreterinnen und Vertretern von grünen Regierungen aus anderen Bundesländern, aus Rheinland-Pfalz, aus Baden-Württemberg, um mit ihnen auch eine Umsetzungsstrategie zu erarbeiten. Wie können wir unsere Konzepte in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Infrastrukturpolitik, in vielen anderen Politikbereichen erfolgreich in Regierungshandeln in die Realität umsetzen. Ich freue mich auf diese Klausur und ich bin mir ganz sicher, dass wir mit den richtigen Konzepten dann im Wahlkampf 2013 auch erfolgreich sein können.